Und herzlichen Glückwunsch zurück zu meinem Test Craft Test Creative. Genau. Das war das Wort. Ja. Wir tun jetzt machen. Machen wir jetzt den Blick weiter oder erst mal gucken, was liegt das eigentlich noch so an? Wir den Weg haben wir es fertig gemacht, wir haben die Felder gemacht, die müssen wir natürlich noch kultivieren. Den Weg zum Haus haben wir, dann haben wir die Felder auch gemacht. Ja, das sollte also eigentlich soweit jetzt erstmal so, ne, schön sein. Also hier ist jetzt die Frage, wie weit wir jetzt hier gehen müssen. Auf welcher Höhe denn später der offizielle Weg wiederkommt. Das ist immer noch alles Let's Play-Bereich hier. Hallo? Hört's auch mal auf? Ach, hier hört's auf. Na gut, das heißt, wir sind hier auf der gleichen Höhe wie da hinten ungefähr. Dann würde ich mal sagen, schlagen wir hier eine Brücke drüber. Aber nee, wir sind da hinten etwas höher. Dann gucken wir mal ganz kurz, wie wir das am dümmsten machen. Dann bräuchten wir ja quasi... Überlegen. Genau, erstmal brauchen wir die Flucht. Ich kopiere aber gleich mal diesen einen Stein hier. Beziehungsweise, wir bräuchten ja eh beide Seiten davon. Ach, scheiße. Gut, das heißt, der Baum hier kommt weg. Wir machen erstmal in der Flucht alle Bäume weg. Sonst bekomme ich hier noch sonst gibt es hier gleich mal direkt auf die Fresse. Wegebau ist wichtiger als Natur. Der ist auch noch im Weg. Sorry, aber da bin ich kompromisslos. Außerdem kriegen wir damit Holz. Holz ist wichtig. Wir brauchen ja unsere IKEA-Schränke. So. Das heißt, ich mache mal hier ein bisschen Erde ran, damit ich das dann von hinten auch sehe. Das ist jetzt quasi nur als Orientierung, keine Angst, das bleibt hier so nicht. Das ist nur, damit ich von hinten aus sehe, wo der Weg hier lang geht. Wir versuchen trotzdem schon mal direkt in der Flucht auch zu laufen. Aha, da ist ein direkt Busch vor uns. Aber der ist auf einer Höhe, die uns nicht interessiert. Das heißt, wir umschiffen den einfach jetzt mal ganz kurz. So, und hier kommen wir dann an. Das heißt, das hier ist bei uns im Weg. Das können wir aber... Die Verblätter machen wir einfach ab. Dann nachher. Aber der Baum hier, der ist auf jeden Fall im Weg. Genauso wie der Baum schräg dahinter. Mach hin. Oh, achso, macht auch gleich mit. Okay, der macht. Oh, das fährt ja alle Bäume. Haha, lol. Ja. Genau sowas passiert auch im Dschungel, nur ein bisschen noch schlimmer. Oh mein Gott, ich verhungere. Ach, auch schon wieder voll. Ey, kommt die Nase voll hier. Wenn wir ja nachher wieder schön hier, oder morgen denn, erstmal, Quatsch, übermorgen. Schön hier die Taschen ausleeren können. Brauchen wir bald echt mehr Kisten. Man guckt mal, mittlerweile sind zu Hause auch fast alle Kisten voll. Genau, wir kommen direkt hier in dieser Flucht raus. Das heißt, wir können auch an der Flucht direkt weitermachen.
Der Baum kommt weg. Der Baum kann da bleiben, soweit ich weiß. Also, soweit ich weiß, soweit ich gerade gesehen habe. Genau, wir kommen in der Flucht die beiden Blöcke. Mit denen kommen wir an. Das heißt, ach komm, du kannst. Ah ne, kannst da bleiben. Was ist mit dir los? Egal. So, das hier ist der und der. Das heißt, wir werden tatsächlich einfach auch mal direkt diese Höhe hier benutzen. Alter, so viel Scheiße hier im Inventar. Alter, was ist denn los? Ich bin voll. Ah, Whistleblower habe ich noch. Easy. das kann alles weg. So. Alles, was ich brauche, ist das, das. Wo sind die kleinen Platten? Schon leer? Lol. Ach, hatte ich sogar eine Welt. Na gut, okay. Kann man ja rekombinieren. Easy. Wo ist die Kresse? Die habe ich in der Hand. So. Dann rekombinieren wir die Dinger erstmal hier. Okay, jetzt brauchen wir einmal wieder unsere komische Gedönskacke. Das heißt, wir nehmen einfach mal hier eine Probe. Ja, das war perfekt. Scheiße. Die müssen wir weiter oben ansetzen. Genau. So, und die kommt jetzt auf die Flucht von dem rechten, und wir brauchen aber den linken, also den hier, genau. So, auf der Flucht kommt das Ding jetzt hier so hin. Also genau, die Dinger können wir dann jetzt machen hier. So. Kreissäge stelle ich einfach mal direkt hier drauf. Wir brauchen hier. Machen wir 80 draus. Nein, nee, 80 werden wir definitiv nicht brauchen. Wir machen erstmal 20 draus. Bom. Weil, wie gesagt, beim Rekombinieren haben wir da kleine Verluste. Weiß ich gar nicht. Warte mal kurz, ich nehme mal kurz dich weg. Ach, da verschwindet auch der Rest. Ist ja heftig. Oder habe ich die gerade wieder irgendwo aufgepackt, wo schon was war? Dieser Mod macht mich gaga. So, wie viel bekommen wir mit einem Stück? Mit einem Stück bekommen wir 8. Genau, ja, siehst du, hier können wir nämlich von beiden gleich viel. Obwohl wir ja hier eigentlich 16 bekommen müssten. Ha? Ob das wohl so gewollt ist oder ob es einfach nur ein Programmierfehler war? Ist letztendlich auch egal. Auf jeden Fall bleiben wir dann wahrscheinlich doch hier bei denen hier. Weil alles andere macht dann ja auch keinen Sinn. Aber wir brauchen nochmal 16 dazu. Müssten jetzt 2 Stück sein, ne? Perfekt, genau. So. Puh. Das ist aber komplizierte Mathematik hier. So, so. So. Und. Ja, wie designen wir eigentlich hier die Brücke? Da bin ich mir gerade noch ein bisschen unschlüssig. Okay, komm, dann machen wir einfach eine Holzkonstruktion drunter. Ups. Ah, war klar, das geht nicht. Hä? Wo schließt du denn hin?
Holz. Haben wir Holz dabei? Ja. Nehme ich aber das Holz? Ich weiß nicht. Was haben wir noch so? Haben wir hier noch anderes Holz mit den Bäumen? Das ist so ein extrem helles Holz. Ne, doch, wir bleiben hier bei dem dunklen Holz. Das sollte am besten aussehen. So, nehmen wir davon mal 80 Stück. Und jetzt legen wir das Ding mal hier lang. Ich hasse dich, da auf mit dir. Dankeschön. So. Hoffentlich falle ich hier nicht, wobei so tief ist es ja gar nicht. Sollte ich locker überleben. Ja, komm, easy. So. So, so, so. Ach ja. Brücken bauen ist ja immer noch das Spannendste auf der Welt. Wobei, spannender als die ganze Zeit irgendwelche Steine abbauen. Das auf jeden Fall. Wobei, jetzt mit unseren ganzen neuen Tricks brauchen wir jetzt wieder ein bisschen weniger Koppel für eine Strecke X. Von daher sollte das Ganze überschaubar sein. So, Stützpfeiler machen wir jetzt wie folgt. Ist halt jetzt mit zwei Blöcken Breite, ist natürlich ein bisschen blöd. Dann machen wir einfach in unregelmäßigen Ab, wobei so ganz Dinge, Alter, ist ja auch scheiße, doch ein bisschen hoch hier. Brauchen wir ganz schön lange Stützdinger hier. Brauchen wir doch ein bisschen mehr Holz. Wie viel Holz habe ich? Hier habe ich auch nochmal 17, naja, allzu weit reicht das aber auch nicht. Das heißt, wir gehen vielleicht nochmal nach Hause, gucken, ob wir zu Hause noch ein bisschen Holz haben. Und dann, ach komm. Holz. Da unten. Ah doch, da haben wir noch ordentlich Holz. Tja, kaum zu glauben, dass hier überall eigentlich gar keine Blöcke drunter sind. Oder, dass es gar keine Blöcke sind. Lol. Schön. Wie man auch schon gut und preisgünstig sparen kann. Hä? Ach ja. Oh, was hängt hier rum? Junge, Probleme? Bitte sprich mit dem Hausarzt darüber. Das macht dir gerade ein bisschen Angst. So, das brauchen wir ja nicht mehr.
Ach was, komm. Hier ist ja sowieso noch ein bisschen mehr davon, von daher. So, sehr schön. So. Okay. Dann also, ja. Wir machen jetzt hier in so ein paar versucht regelmäßigen Abständen hier so Dreierdingse. Und von diesen drei Dingsen gehen wir dann einfach, danke, einfach runter. So. Denn, achso, ja, ich habe diesen komischen Auswuchs noch entfernen. Dankeschön. So, der nächste kommt dann einfach hier so. Ich hasse dich. So. Ja. Geschafft. Oh, der nächste kommt dann ungefähr hier so. Ich hasse euch alle, ihr kleinen marsianischen Marsianer. Was? Oh. So, hier ist auch wieder ein bisschen enger machen, damit es aussieht. Als wenn es gewollt wäre. Oh, jetzt haben wir hier einmal eine etwas größere Lücke und zweimal eine etwas kleinere Lücke. Easy! So, Replacement Tool, ich brauche dich. Und jetzt bitte hier einmal alles repeaten. Oh, das ging auch schnell vorbei. So, dann machen wir einmal 40 und her damit. Wie wir dann hier hinten weitermachen, wobei der kann erstmal direkt hin und ab hier geht dann eine Schräge hoch. So machen wir das. So, jetzt brauche ich das Gegenstück, das heißt, ich muss jetzt hier ein ranbekommen. Komm, ich mache einfach hier so einmal so dich kopieren und wieder abbauen. Und das nutze ich jetzt für die andere Seite. Dann ist das perfekt gespart. Nein. Ach, scheiße. Hatte gehofft, 40 reicht ein bisschen. Ernsthaft jetzt? Ich hasse dich. Och komm, fick Arschnutten. God damn it. Mhm, weil auch ein Stock aufzunehmen so ewig lange dauert.
Junge, lern mal Physik. So. Ach, ernsthaft jetzt? Es fühlt jetzt so. Nee. Ach, Maria Josef. So, machen wir 8 draus. Jetzt kommt bloß noch Einzelabfertigung. Dankeschön. So, und ab hier kommen sie dann nämlich jetzt Schrägen hoch. Das heißt, du kommst weg. Du kommst weg. Wo ist meine Schippe? Meine Schippe ist weg. Ach, ja klar. Das war genau das. Ach Gott, dammit. Jetzt reißt mir weg. Da, hallo. Dann mal das und jetzt das und dann. Hassala, wie ist der? Das ist ja hier. Oh. Ich bin gekommen. No. Na, das passt ja wie als wenn das hier was fehlt. So. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also jeweils 14 Stück. Das sollte doch zu schaffen sein. Sagte er und starb. Einfach so. So. 14 davon, 14 davon und die restlichen gibst du bitte mir. Dann kommst du jetzt auch mal bitte mit. Dabei haben wir hier noch diese Profile. Ja, komm, kann ich auch noch mal reinklatschen. So, 1, 2, so, 1, 2. Ach komm. Achso, jetzt hat uns. So. Jetzt sind sie weg. Sehr schön. Jetzt können sie niemandem mehr Schaden zufügen. So, du kommst dahin. Du dahin, du dahin, du dahin, du dahin, du dahin. Und du dahin. So, das ist perfekt. Mein Weg ins Paradiese ist paradisiviert. Ach, schauen Sie sich doch mal um, ey. Das ist ein Traum, ist das. Das sieht ja aus wie. Ach, weiß ich nicht. Das sieht ja aus wie geplant. Geil, finde ich cool. Läuft doch. So. Genau. Dann würde ich mal sagen, Rest nächste Woche. Oh, das ist wirklich geil geworden hier. Schön, schön, schön. Weil zweit gedreht. Schön, schön, schön ist das geworden. Gut, dann direkt nach Hause gehen. Nächste Woche Taschen ausleeren. Nächste Woche. In 2 Tagen dann Taschen ausleeren. Ja, Rest machen wir dann, wenn es soweit ist. Easy. Oh. Schau mit vor.